بسم الله الرحمن الرحيم نعم الله على بامس من هاتسجن الله زيج لوب ان هايل زام بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم ich bezeuge dass es kein gott gibt außer allah und ich bezeuge dass muhammad allahs diener und sein gesandter ist liebe geschwister ich werde nicht genau übersetzen wie ich auf arabisch das gerade eben vorgetragen habe denn es gibt ein bestimmtes ziel das wir erreichen möchten durch solche vorträge und wir bitten allah subhanahu wa ta'ala dass diese sitzung zu einer segensreichen sitzung macht sodass wir aus ihr hervorgehen mit vergebenen Sünden, mit gestärktem Iman und mit angereichertem Wissen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden am Ende dieser Sitzung vergeben. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns berichtet, dass Allah subhanahu wa ta'ala Engel erschaffen hat. Sie sind andere Engel als diejenigen, die damit beauftragt worden sind, unsere Taten niederzuschreiben. Immer wenn sie auf der Erde irgendeine Gruppe finden, die Allahs gedenkt, rufen sie sich gegenseitig und sagen sich, kommt zu dem, was ihr gesucht hattet. Und dann versammeln sie sich. Und sie stapeln sich übereinander, bis ihre Flügel bis zum untersten Himmel reichen. Und Allah subhanahu wa ta'ala fragt sie, obwohl er subhanahu wa ta'ala besser weiß, Bescheid weiß über sie. Er fragt die Engel, weswegen haben sich meine Diener versammelt? Und sie werden sagen, sie haben sich versammelt, um dich zu lobpreisen, um deiner zu gedenken, um dich zu loben, um dich zu rühmen. Und Allah subhanahu wa ta'ala fragt sie, obwohl er besser Bescheid weiß, worum bitten sie mich? Und die Engel sagen, sie bitten dich um das Paradies. Und Allah sagt subhanahu wa ta'ala, und haben sie es gesehen? Und sie sagen, nein. Allah sagt, und wie wäre es, wenn sie das Paradies gesehen hätten? Und sie sagen, wenn sie das Paradies gesehen hätten, dann würden sie dich noch intensiver um das Paradies bitten. Daraufhin sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu diesen Engeln, wovor suchen sie Zuflucht? Und sie sagen, sie suchen Zuflucht vor der Hölle. Und Allah sagt zu den Engeln, haben sie etwa die Hölle gesehen? Und sie sagen, nein. Allah sagt, wie wäre es, wenn sie die Hölle gesehen hätten? Dann sagen die Engel, wenn sie die Hölle gesehen hätten, dann würden sie noch mehr Zuflucht bei dir vor der Hölle suchen. Und daraufhin sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich mache euch zu Zeugen, dass ich ihnen allen vergeben habe. Daraufhin sagen die Engel, O Allah, da gibt es aber einen, der ist nicht gekommen wegen der Sitzung, der ist nicht gekommen, um dich zu loben, der ist nicht gekommen, dich zu rühmen, sondern der hatte eigentlich ein ganz anderes Ziel, Klammer auf, der wollte kommen und Kuchen essen, der hat gehört, gibt einen Vortrag. Deshalb hat sich dazu gesetzt. Und Allah sagt subhanahu wa ta'ala, auch ihm habe ich vergeben, denn das sind Leute, bei denen niemand unglückselig wird. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie diese Sitzung zu solch einer Sitzung macht. Denn liebe Geschwister, das ist das eigentliche Ziel, was wir verfolgen. Das eigentliche Ziel ist es, dass wir Allahs Zufriedenheit wollen. Das eigentliche Ziel ist, dass wir Allahs Vergebung wollen. Ob wir uns zusammentreffen, über das eine islamische Thema zu sprechen, oder über ein anderes islamisches Thema zu sprechen, ist vollkommen gleichgültig. Wir suchen etwas aus, was inshallah am nützlichsten ist. Aber in Wirklichkeit, liebe Geschwister, wenn Allah Azza wa Jal diese Sitzung segnet, dann haben wir alle etwas davon, egal worüber wir letztendlich gesprochen haben. Liebe Geschwister, unsere Religion, unsere gewaltige Religion, wenn jemand den Begriff Islam hört, dann jeder Mensch assoziiert damit etwas anderes. Der eine denkt an die Gottesdienste. Der andere denkt an den Charakter und den Anstand. Und der nächste denkt an andere Aspekte der Religion. Entscheidend ist, liebe Geschwister, dass unsere Religion gewaltig ist und vielfältig ist und dass diese Religion, über die Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, dass er mit ihr für uns zufrieden ist, wie er in Surat al-Ma'idah sagt, وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَ Diese Religion umzusetzen, liebe Geschwister, das ist unser letztendliches Ziel. Wir sollten aber wissen, dass die Gottesdienste, die Allah uns vorgeschrieben hat, sind zweifellos Dinge, die vorgeschrieben sind, an die man sich halten muss. Und darüber gibt es kein Wenn und Aber. Aber der nächste Schritt, viele Menschen beschäftigen sich mit Angelegenheiten der Religion, die zweitrangig sind. Ich will nicht sagen, vielleicht sogar drittrangig sind. Sie beschäftigen sich mit Kleinigkeiten. Sie sind, das darf man nicht falsch verstehen, was ich sage, ist keine Entwürdigung oder keine Herabschätzung oder sowas ähnliches, sondern gemeint ist keine Geringschätzung, sondern, liebe Geschwister, gemeint ist, dass man als Muslim Prioritäten setzen muss in seinem Leben. Was bringt es mir, wenn ich mich mit Dingen beschäftige in meiner Religion, die nicht entscheidend sind, aber ganz entscheidende Dinge weglasse. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam
hat uns das mehr als klar gemacht, als er sagte, jemand, der einen guten Charakter hat, kann mit diesem guten Charakter auf die Stufe aufsteigen einer Person, die tagsüber jeden Tag fastet und nachts die ganze Nacht fastet. Entschuldigung, die ganze Nacht betet natürlich. Ja. Das heißt, tagsüber er fastet und nachts er betet. Diese Tat, die wir als gewaltig sehen, und die ist auch gewaltig zweifellos, aber man kann sie sogar mit einem guten Charakter kriegen. Und wenn diese Person einen guten Charakter hat und gleichzeitig nachts betet und tagsüber fastet, dann hat sie noch viel mehr an Rangstufen gewonnen gegenüber einer Person, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder einer der Sahaba gefragt worden ist. Man fragte ihn, eine Frau, sie betet nachts, aber sie behandelt ihre Nachbarn schlecht. Daraufhin sagt er, sie ist in der Hölle. Möge uns Allah bewahren. Eine Person, sie macht, wisst ihr, was sie bedeutet? Sie betet die Nacht. Das heißt, jede Nacht, sie macht ihren Wecker oder lässt sich aufwecken und sie macht den Wudu nachts, auch wenn es kalt ist, und gibt sich diese Mühe. Sie hätte einfach diese Sünde unterlassen sollen, was besser für sie gewesen wäre. Deswegen sagen die Gelehrten, wenn du eine gute, freiwillige Tat machst, aber gleichzeitig etwas Schlechtes, dann lass du lieber die schlechte Sache weg und verzichtest auf die freiwillige, statt dass du beides zusammen machst. Denn wenn du deine Taten vorstellst als eine Waage und du machst eine gute Sache in deine Waage und eine schlechte in die andere, dann machst du wieder das kaputt, was du vorhin gesagt hast. Und deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Quran al-Karim, قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى. Sinngemäß übersetzt, wenn eine Person zu dir kommt, das ist die Bedeutung der Eier ungefähr, wenn eine Person zu dir kommt, ein Bettler, und er bittet dich um Geld. Und stellt euch zwei Szenarien vor. Das erste Szenario, eine Person, sie kommt und der Reiche gibt ihm Geld und sagt ihm, und jetzt verschwind bitte. Ja, weil er fühlt sich genervt durch den Bettler, gibt ihm das Geld und gibt ihm jetzt einen Gesichtszug oder einen Handausdruck, der ihm sagt, bitte geh weg und fort von mir. Das andere Szenario, ein Bettler kommt zu einem Reichen, und der Reiche sagt, Jazakallah khairan, tut mir leid, ich möchte jetzt nichts geben, möge Allah dich belohnen und inshallah ein anderes Mal vielleicht. Das heißt, er weist ihn zurück, allerdings mit schönen Worten. Allah sagte, dass dieses zweite ist besser als das erste. Ein schönes Wort und Vergebung ist besser als eine Sadaqa, eine Spende, der nachher eine schlechte Tat folgt, dass man jemanden quält, jemanden kränkt. Denn jeder von uns weiß, dass wenn du einem Menschen, der Würde hat, etwas gibst und du kränkst ihn und erniedrigst ihn, dann sagt er zu dir, nimm diesen Hunderter und behalte ihn bitte, aber nächstes Mal kränke mich bitte auf keinen Fall. Insofern, liebe Geschwister, sehen wir, dass die Sache mit dem Anstand und Charakter ist Teil unserer Religion. Und wenn jemand die höchsten Stufen im Paradies erreichen möchte, beziehungsweise mit dem Propheten zusammen sein will, dann kommt er nicht darum rum, dass er sich damit beschäftigt und dass er nach und nach versucht, seinen Charakter zu verbessern. Das Gewaltige, liebe Geschwister, ist, dass unser Prophet, wir wissen natürlich, dass er der Vorreiter guten Benehmens ist. Die Gefährten nach ihm, beziehungsweise seine Gefährten und die Leute, die nach ihm kamen, sie haben sogar Bücher geschrieben, liebe Geschwister, und Bücherseiten gefüllt mit Aussprüchen und Benimmregeln und Anstandsregeln unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Auf eine Art und Weise, das ist eigentlich wahnsinnig. Das ist also Wahnsinn im Sinne von, wenn man sich bewusst macht, was die Gelehrten für einen Aufwand gehabt haben, um das zusammenzustellen. Das, liebe Geschwister, ist eine Sache, die findet man in keiner Gemeinschaft wieder, außer in der Gemeinschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir möchten uns über ein paar Überlieferungen unterhalten, die Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala in seinem Buch Al-Jami' li Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami', in diesem Buch geht es um Überlieferungen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, über die Sahaba, über die Tabi'in und die Leute danach, wie sie sich verhalten haben, wie sie sich ihren Lehrern gegenüber verhalten haben und so weiter und so fort. In diesem Buch, liebe Geschwister, der Autor rahimahullah berichtet jedes Ereignis, liebe Geschwister, jedes dieser Ereignisse
berichtet er anhand einer Überlieferungskette bis Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beziehungsweise bis zu dem Sprecher von dem. Das ist eine Sache, liebe Geschwister, über die ich inshallah vielleicht noch ein paar Worte verlieren werde. Dieser Imam, rahimahullah, ist gestorben im Jahr 463, möge Allah azza wa jall mit ihm zufrieden sein. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Ausspruch: Wahrlich, Allah liebt die guten Manieren und verabscheut die schlechten. Und liebe Geschwister, die Ummah von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihr wird es so lange gut gehen, solange sie ihre Gelehrten ehrt und solange sie die Anstandsregeln unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam umsetzt. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Ich bin in erster Linie entsandt worden, um die vollkommenen Charaktereigenschaften, um die guten Charaktereigenschaften zu vervollkommnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn belohnen für jedes Wort, das er uns gelehrt hat, für jede Regel, die er ausgelebt hat. Und er sagte, alayhi salatu wassalam, eine Überlieferung: Allah hat mich erzogen und er hat es auf beste Art und Weise gemacht. Er sagte, ich bin nur geschickt worden, um die höchsten Manieren zu perfektionieren. Liebe Geschwister, dieses Buch ist ein gewaltiges und ich möchte euch darauf hinweisen, dass es nicht unbedingt um dieses Thema an sich geht, sondern es geht darum zu verinnerlichen, was unsere Religion alles beinhaltet und woraus sie alles besteht und was wir alles nicht wissen. Manche Leute denken, die Religion besteht aus dem Beten, aus dem Fasten und dem Waschen und das war's, fertig. Und da denkt er, er hat die Religion umgesetzt und er denkt, er ist ein gläubiger, gottesfürchtiger Mensch und er weiß nicht, was er alles verpasst hat von der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Autor, damit ich nicht mittendrin einsteige, nur ein kleiner Hinweis: Er hatte zuvor über verschiedene Themen gesprochen. Unter anderem, stellt euch mal vor, wie bittet man um Erlaubnis beim Eintreten in das Haus eines Gelehrten? Dann sagt er: Stell dir vor, du stehst vorm Haus eines Gelehrten und du möchtest um Erlaubnis bitten, aber die Tür ist geöffnet. Und jeder weiß, wenn die Tür geöffnet ist, dann man sieht meistens, was im Haus ist. Und das ist, und da darf man nicht reinschauen. Und er sagt dir, wie hast du dich zu benehmen? Und er redet darüber mit Überlieferungen. Er redet nicht seine Meinung, er redet nicht seine Worte. Er redet die Überlieferung mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann sagt er, wenn du vor der Tür stehst und klopfst, wie klopfst du? Und wenn du um Erlaubnis bittest, welche Wortwahl verwendest du? Und dass du dich selbst vorstellst. Manche Leute sagen am Telefon, ja, wer ist dran? Ich bin's. Ich. Ja, ich ist keine Vorstellung. Du sollst deinen Namen sagen. Auch das hat uns der Gesandte sallallahu alaihi wasallam beigebracht. Dann hat er uns beigebracht, dass wir den Friedensgruß ausbreiten sollen, verbreiten sollen. Und wie oft und wie laut wir unsere Stimme erheben sollen, wenn wir den Gruß aussprechen. Und wenn wir jemanden um Erlaubnis bitten und er sagt zu uns, warte, ich komme gleich, wo soll man sich draußen hinsetzen? Und wie oft man denn eine Person um Erlaubnis beten soll und so weiter und so fort. Und das alles, liebe Geschwister, zeigt uns, dass unsere Religion nicht nur aus Gottesdiensten besteht. Und das noch einmal betone ich, dadurch möchte ich nicht unsere Gottesdienste geringschätzen, wal'iyadu billah, ganz im Gegenteil, das, was einen Muslim in erster Linie ausmacht, ist seine Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala, dem einzigen Gott. Aber man soll wissen, dass das nicht alles ist und dass man sich vieles kaputt machen kann und dass man vieles verpassen kann, wenn man nicht über solche Angelegenheiten Bescheid weiß. Liebe Geschwister, warum habe ich dieses Thema gewählt und warum werde ich dieses Thema insha'Allah azza wa jall, solange Allah uns leben lässt, öfter wählen? Weil, liebe Geschwister, jeder von uns, der in einer Gesellschaft involviert ist, und jeder von uns ist irgendwo integriert in eine Gemeinschaft, in einem Verein, in einer Moschee, hat eine Familie, hat Verwandtschaft. Und wenn du dir überlegst, viele Probleme, wenn nicht sogar die meisten, wenn nicht sogar alle, im Endeffekt, liebe Geschwister, viele davon sind zurückzuführen auf ein unvollkommenes Benehmen. Und manche Menschen, gerade wenn es natürlich um islamische Gemeinschaften geht, wie Moscheen, da gibt es immer Geschwister, die, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und ihnen einen guten Charakter geben, die sehr spät erst angefangen haben, ihre Religion auszuüben.
Und wenn sie spät angefangen haben auszuziehen, das bedeutet, sie haben noch sehr viel Schmutz aus ihrer vorislamischen Zeit, den sie nicht geschafft haben, loszuwerden, obwohl sie jeden Freitag den Russel vollziehen. Und das zeigt uns nämlich, dass der Russel reinigt, aber er sollte auch was anderes mit reinigen. Und das zeigt übrigens der Gelehrte Ibn Qudama im Buch Muhtasab Minhaj al-Qasidin, zeigt er das sehr schön, dass die ganzen Gottesdienste, die wir verrichten, das Ziel davon ist nicht nur diese äußerlichen Bewegungen, sondern in den Gottesdiensten allen, bei allen Gottesdiensten, ob du beim Gebet oder bei der Reinigung oder bei Zakat bist, egal wo, da gibt es dahinter andere Ziele, die auf Charakterreinigung zielen und auf Gottergebenheit und Reinigung des Herzens und vieles mehr. Ich möchte im Folgenden, liebe Geschwister, damit ich eure Zeit nicht noch mehr beanspruche, als es schon beansprucht worden ist, auf einige Sachen eingehen und verzeihen, wenn ich nicht im Deutschen genau das Gleiche gesagt habe, wie in der arabischen Sprache. Der Autor sagt, rahimahullah ta'ala, im folgenden Kapitel geht es darum, wie tritt man ein in das Haus eines Gelehrten. Und er sagte, man darf nicht in ein Haus eintreten, eines Gelehrten, ohne um Erlaubnis zu bitten. Sollte man das getan haben, dann soll man rausgeschmissen werden und dann soll man das Haus noch einmal betreten und vorher um Erlaubnis bitten. Und diese Ansicht begründet er. Warum? Weil die Gelehrten des Islam alles, was sie sagen über die Religion Allahs, begründen. Und deswegen bezeichneten manche Gelehrte, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, sie bezeichneten die Ulama als diejenigen, die im Namen Allahs unterschreiben. Allahu Akbar. Als die Menschen, die im Namen Allahs unterschreiben. Weil ein Gelehrter, wenn er über Allah spricht, dann in Wirklichkeit, er sagt Allahs Meinung und er unterschreibt darunter und sagt, bitte schön, handle danach. Und das ist die Verantwortung eines Gelehrten. Er sagte, ein Mann von den Banu Amir berichtet, dass er einmal beim Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er gerade in seinem Haus war, um Einlass bat. Er sagte, darf ich eintreten? Natürlich, der Mann war schon drin. Okay? Der Mann war drin und dann sagt er, darf ich eintreten? Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu seinem Diener, geh zu ihm hinaus und bring ihm bei, wie man um Einlass bittet und sag ihm, sprich, der Friede sei mit euch, darf ich eintreten? Der Mann hörte dies und sprach, der Friede sei mit euch, assalamu alaikum, darf ich eintreten? Daraufhin erlaubte ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam einzutreten, so trat er ein. Liebe Geschwister, lasst uns ein bisschen zwischen den Zeilen schauen. Solch eine Überlieferung, die handelt vom Benehmen unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn sie über 1400 Jahre zu uns gelangt ist, was bedeutet das für uns konkret? Das bedeutet, liebe Geschwister, für uns, dass wir Teil einer Gemeinde sind, die sich kümmert, um was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, gesagt hat, getan hat, um alles, selbst wenn es um das Benehmen geht, und das für Generation um Generation. Denn so eine Überlieferung, die kommt nicht von uns zum Himmel, vom Himmel, die fällt nicht herunter. Das hat jemand gehört vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das hat jemand von demjenigen gehört, der es vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört, und so weiter und so fort. Das heißt, durch eine geschlossene Überlieferungskette wird uns etwas erzählt, seit 1400 Jahren, liebe Geschwister. Das heißt, in jeder Generation gibt es Menschen, die sich darum kümmern und die sich dafür interessieren, wie hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sich benommen? Wie war sein Benehmen, wie war sein Anstand, alaihi salatu wasallam? Und vieles andere. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, wenn es darum geht, wie man mit älteren Leuten umgeht. Abdullah ibn Abbas berichtet, er sagte, der Segen befindet sich bei euren Ältesten. Der Segen befindet sich bei euren Ältesten. Dieser Hadith ist umstritten, aber wird gestärkt durch zahlreiche andere Überlieferungen. Und damit soll ausgesagt werden, liebe Geschwister, dass man die Älteren einer Gemeinschaft besonders zu ehren hat. Und dass man, wenn man nach Wissen strebt, das Wissen bei den Gelehrten ersucht, und nicht bei jungen Leuten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als einmal eine Gruppe von Leuten bei ihm eintrat und sie wollten mit ihm über etwas reden,
Da hat einer von ihnen angefangen zu sprechen und er war nicht der Älteste von ihnen. Und der Prophet والسلام, hat ihn unterbrochen bzw. nicht reden lassen und sagte zu ihm, Kabbir, Kabbir, das heißt so viel wie, lass den Ältesten zuerst sprechen, lass den Ältesten zuerst sprechen. Und wir wissen die berühmte Begebenheit, als der Prophet, als die Muslime Makkah befreit haben, da ist Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu mit seinem Vater zum Propheten gekommen, sallallahu alaihi wasallam. Und ihr wisst, als Mekka befreit war, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat jeder, der den Islam annehmen wollte, ist zu ihm gekommen und hat den Treueschwur geleistet und hat seinen Islamannahme bekannt gemacht. Und Abu Bakr trug seinen Vater auf sich und brachte ihn zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und er hat dort den Islam angenommen, aber sein Kopf und seine Barthaare, die waren schneeweiß. Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, hättet ihr doch diesen alten Mann zu Hause sitzen lassen und wir wären zu ihm gekommen, sallallahu alaihi wasallam. Und daraufhin sagte er, bitte, ihr sollt seine Haare färben, aber nicht mit schwarzer Farbe. Und dieser Hadith ist bei Bukhari, bei Muslim und der Überlieferung ist auch in Musnad von Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Das ist in der Generation des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, wie waren die Menschen, die danach waren? Die danach waren die Geschwister, die waren genauso. Und zwar wird überliefert über einen Mann namens Malik ibn Mihwal. Er sagt, ich bin einmal mit Talha ibn Musarraf gelaufen. Talha ibn Musarraf ist einer der Tabi'in. Mehr interessiert uns diesen Zusammenhang nicht. Er sagte, irgendwann mal beim Laufen ist er vor mir gelaufen. Und dann sagte er, wenn ich wüsste, dass du auch nur einen Tag älter bist als ich, würde ich nicht vor dir laufen. Und deswegen gibt es eine Überlieferung über Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, wo er einmal einen Mann mit seinem Vater sah. Und dann sagte er zu diesem Mann, wer ist dieser ältere Mann? Er sagte, es ist mein Vater. Dann sagte Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, wenn das dein Vater ist, dann setz dich niemals hin, bevor er sich hinsetzt, und laufe niemals vor ihm, wenn er läuft. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein. Und darüber gibt es, liebe Geschwister, zahlreiche Überlieferungen, dass man den Älteren bevorzugt. Sogar die Gelehrten haben sich die Frage gestellt, wenn zwei Leute gleich alt sind, wie können sie gleich alt sein? Ja, Entschuldigung, wenn sie zwar gleich alt sind, aber der eine von ihnen ist wissensreicher. Der eine von ihnen hat religiös gesehen ein höheres Ansehen. Naam, dann sollst du ihn ebenfalls bevorzugen. Oder wenn sie gleich alt sind und gleich wissensreich sind, aber weil sie zum Beispiel Zwillinge sind, sogar da, liebe Geschwister, gibt es eine Überlieferung über zwischen zwei Zwillinge. Einer hieß Hassan, der andere hieß Ali. Und Al-Hassan, der war natürlich nicht die Sahaba, sondern die Generation danach, beziehungsweise die übernächste Generation. Denn dieser Hassan, der ist geboren vor Ali, ja? weil sie beide waren Zwillinge. Und da heißt es in der Überlieferung, niemals hat Ali in der Anwesenheit von Hassan gesprochen und niemals saß er vor ihm in einer Sitzung. Und sollte man aufgrund von Wissen eine Person bevorzugen, obwohl man selbst eigentlich älter wäre als sie, ist es auch eine Angelegenheit, die vollkommen in Ordnung ist, was auch überliefert ist über manche unserer vorausgegangenen rechtschaffenen Vorfahren. Ebenso, liebe Geschwister, zu den Anstandsregeln gehört eine Angelegenheit, die zu Zwietracht führen kann, wenn man sie unterlässt. Jeder von uns kennt die Situation, da kommt jemand rein und begrüßt den einen, den anderen, aber dich hat er nicht begrüßt. Dich hat er nicht begrüßt. Und dann kommt der Shaitan und sagt dir, warum hat er dich nicht begrüßt? Wahrscheinlich hat er es absichtlich gemacht. Wahrscheinlich, weil ich damals irgendwas gesagt habe. Wahrscheinlich, weil er über mich so denkt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und diese ganzen Einflüsterungen des Shaitan, die kannst du ganz einfach beiseite schaffen, indem du einfach zu allen am Anfang sagst, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sagst erledigt. Weil wenn du nämlich jedem Einzelnen grüßt und dann jemanden aus Versehen weglässt, dann kann es passieren, dass er genau so denkt. Und deswegen hat Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu ta'ala berichtet, dass ein Mann einmal den Propheten sallallahu alaihi wasallam fragte über die besten Eigenschaften eines Muslims. Und dann sagte er, zu den besten Eigenschaften eines Muslims gehört, dass du die Speise speist,
Das heißt, dass du Menschen zu essen gibst und dass du die Menschen begrüßt, egal von ihnen, wen du kennst und wen du nicht kennst. Der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim überliefert. Sogar hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam uns mitgeteilt, dass das Begrüßen von bestimmten Personen, das heißt, man begrüßt einen Teil der Gemeinschaft und einen anderen Teil nicht, das gehört sogar, liebe Geschwister, zu den Zeichen der Tage, des Tages der Auferstehung. Das gehört zu den Zeichen, dass der Tag der Auferstehung näher gerückt wird. Denn einmal war Abdullah ibn Mas'ud oder Abdullah ibn Umar in der Moschee des Propheten, war in einer Moschee. Und da kam ein Mann rein und hat gesagt, Assalamu alaikum, ya Aba Abdurrahman. Und Aba Abdurrahman ist der Beiname von Abdullah ibn Umar. Er sagte, Assalamu alaikum, Aba Abdurrahman. Daraufhin sagte dieser Sahabi, radiallahu anhu, Allah hat wirklich die Wahrheit gesprochen und sein Gesandter hat wirklich die Botschaft überbracht. Der Überlieferer Tariq sagt, als wir fertig waren mit dem Gebet, da ist jeder nach Hause gegangen und dann sind wir sitzen geblieben und haben wir gewartet, bis er wieder zu uns kommt, weil wir wollten ihn fragen, was meinst du mit der Gesandte Allahs hat die Botschaft übermittelt und Allah hat die Wahrheit, was meinst du damit? Dann sagte er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, kurz vor Ende der Stunde werden die Menschen nur noch ein Teil einer Gemeinschaft begrüßen. Liebe Geschwister, diese Umsetzung war nicht nur zur Zeit der Sahaba, sondern auch zur Zeit danach haben die Sahaba die Generation der Tabi'in darauf hingewiesen. Und zwar ist einmal an bei Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu eingetreten, als dieser bereits, also der Kalif war. Er sagte, der Friede sei mit dir, o Kalif, o Nachfolger, o Vertreter des Gesandten Allahs. Dann sagte er zu ihm, wie, du begrüßt mich und alle anderen begrüßt du nicht? Du begrüßt mich und alle anderen begrüßt du nicht? Liebe Geschwister, deswegen, diese Anstandsregeln, sie sind sehr, sehr wichtig und sehr entscheidend. Und an diesen solchen Überlieferungen sieht man, dass die Sahaba radiallahu ta'ala anhum die Möglichkeit und die Gunst der Stunde sofort genutzt haben. Und dazu gibt es, liebe Geschwister, zahlreiche Überlieferungen. Auch, dass man sich nicht hinsetzen soll, wenn man sieht, ein Bruder steht auf, man setzt sich nicht an die Stelle hin, wo er sich hingesetzt hat. Und wenn man sieht, dass ein Bruder für einen extra aufsteht, man setzt sich nicht an die Stelle hin, an der er sich hingesetzt hat. Und wenn man zu einer Sitzung kommt, man soll sich nicht in der Mitte der Sitzung hinsetzen oder auf den bequemsten Platz, sodass alle Leute sehen, das ist der, denn wie man sagt, ist besser, dass du zu dieser edlen Position gerufen wirst, statt dass man dir sagt, nachher bitte geh von dieser Stelle weg, was nämlich eine Erniedrigung ist. Ebenso, wenn man eine Sitzung kommt und man sieht zwei Leute sitzen nebeneinander, da kann man davon ausgehen, dass sie auch nebeneinander sitzen wollten, dann geht man nicht hin und trennt sie voneinander. Und all dies, liebe Geschwister, wird überliefert und gezeigt anhand von Beispielen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, über seine Freunde und über die Leute, die danach gelebt haben. Und zahlreiches dafür, wenn ich alles einzeln erwähnen würde, dann würde sehr viel Zeit vergehen. Liebe Geschwister, zu guter Letzt möchte ich trotzdem noch auf eine wichtige Angelegenheit hinweisen. Und zwar geht es um die Verehrung und die Verherrlichung unserer eigenen Gelehrten. Solange die Muslime ihre eigenen Gelehrten respektieren und gut über sie sprechen, werden die Menschen ihnen vertrauen. Und sei vorsichtig, lieber Bruder und lieber Vater einer Familie und lieber Verantwortlicher einer Moschee, wenn du über einen bestimmten Gelehrten ein negatives Wort verlierst, dann kann es passieren, dass andere Menschen dadurch vom rechten Weg abfallen. Weil sie vertrauen diesem Gelehrten, auch wenn du mit ihm nicht in jeder Angelegenheit übereinstimmst, aber stell dir vor, ein Christ, du würdest dir wünschen, wenn er Muslim wird und wenn er sich auch nur halten würde an eine Person, mit der du nicht einverstanden bist in allen Angelegenheiten, ist besser, als wenn er als Christ sterben würde. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und das weist darauf hin, dass wir unsere Gelehrten zu respektieren haben und besonders diejenigen Menschen, die für die Religion Allahs leben. Er sagte,
Wer unsere Ältesten nicht respektiert und unsere Kleinen nicht barmherzig behandelt, der gehört nicht zu uns. Und diese Angelegenheit findet man sogar in den Völkern vor uns. Und zwar sagte Ka'b al-Ahbar, das ist ein jüdischer Gelehrte gewesen, der den Islam zur Zeit von Umar ibn Khattab radiallahu anhu angenommen hat. Er sagte, er spricht also über die Tora. Er sagt, drei Dinge finden wir in unserem Buch wieder. Erstens, dass wir, wenn es eine Sitzung gibt, den Leuten Platz machen sollen. Zweitens, also besonders den Leuten Platz machen sollen, die älter sind, die Ältesten sind. Und wenn eine Person eine angesehene Person ist, dann soll man ihr auch Platz machen, weil sie angesehen ist. Und als drittes, eine Person, die den Koran auswendig kennt. Und kann sein, dass hier damit gemeint ist die Tora, weil er damals natürlich von der Tora gesprochen hat. Liebe Geschwister, möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen und euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala bei seinen Namen und ich bitte ihn bei seinen Eigenschaften und ich bitte ihn subhanahu wa ta'ala durch unsere guten Taten, dass er uns ihm näher bringt subhanahu wa ta'ala. Und dass er unsere Charaktereigenschaften reinigt, dass er uns verbessert, dass er unsere Herzen reinigt von jeglicher Habsucht, von jeglichem Neid, von jeglicher Augendienerei, die Allah subhanahu wa ta'ala missfällt. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir genauso sind wie diejenigen Menschen, über die überliefert worden ist, dass sie ihre Gelehrten respektiert haben. Denn Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dieser berühmte Imam, der berühmte Hadith-Gelehrte, er sagte, ich habe niemals jemanden gesehen, der die Gelehrten so respektiert hat wie Yahya ibn Ma'in. Und er sagte, wenn damals ein Schüler einen Hadith-Gelehrten angesprochen hat, dann hat er ihn respektiert, wenn er ihn angesprochen hat. Das heißt, er hat in seiner Wortwahl den Gelehrten respektiert, indem er ihn angesprochen hat, und die Leute außen herum daran erinnert hat, dass er zu den Gelehrten gehört, indem er ihn zum Beispiel angesprochen hat und gesagt hat, O Gelehrter, O Imam, O Hafiz, O Imam, und hat auf diese Art und Weise, denn liebe Geschwister, das Ehren der Gelehrte ist keine Ehrung wegen ihrer Person, denn wir ehren keine Personen an sich, sondern wir ehren das, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen beigebracht hat. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Quran al-Karim, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Das heißt, sinngemäß übersetzt, wer die Scha'air, und Scha'air, liebe Geschwister, ist alles, wo uns Allah subhanahu wa ta'ala das Gefühl gegeben hat, dass es etwas Besonderes ist. Und zweitens, zweifellos ist das Wissen und die Gelehrten, sind etwas Besonderes. Und er sagte subhanahu wa ta'ala, wer die Scha'air respektiert, so rührt dies von der Gottesfurcht der Herzen her. Wer die Scha'air respektiert, so rührt dies von der Gottesfurcht der Herzen her. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Gottesfurcht unseren Herzen pflanzen, denn er ist derjenige, der zu imstande ist, und er ist derjenige, der wir darum zu bitten haben. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung und euch danach ebenfalls, falls ich etwas falsch gesagt habe oder zu lange gesprochen habe, möge Allah uns subhanahu wa ta'ala unsere Sünden vergeben und uns stärken und unsere Geschwister, liebe Geschwister, die sich auf dieser Welt befinden, und das dürfen wir niemals vergessen, für unsere Geschwister zu beten, für unsere Geschwister Unterstützung zu beten, dass unsere Geschwister, die arm sind, dass Allah sie reich macht, unsere Geschwister, die Allah subhanahu wa ta'ala geprüft hat, dass er sie ihre Prüfung bestehen lässt, dass Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen Geschwister, die in Armut leben, dass er diese Armut für sie keine Verführung macht, dass sie nicht vom Glauben abfallen. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala für uns und für sie um Standfestigkeit. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala für sie um Geduld. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er die Nackten von ihnen kleidet und dass er die Hungrigen von ihnen zu essen gibt. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er diejenigen Unterdrückten von ihnen errettet und diejenigen, die in Ungerechtigkeit leben, dass er die Gerechtigkeit über sie kommen lässt. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er jeden ungerechten Menschen beseitigt und dass er diejenigen Menschen, die anderen Menschen
unterdrücken auf unrechtmäßige Weise, dass er diese Menschen dem Erdboden gleich macht und dass er diese Menschen im Erdboden versinken lässt. O Allah, mögest du diese Dua erhören, noch heute, bevor der morgige Tag beginnt, denn unsere Geschwister, sie bitten uns alle, liebe Geschwister, um Beistand für sie und um Gebet. Und nicht weniger kann man tun, als dass man für sie betet. Aber auch heutzutage ist es sehr einfach, dass man für seine Geschwister spendet. Heutzutage ist es sehr einfach geworden, dass man Überweisungen macht über Wohltätigkeitsorganisationen. Und das sollte man dringend machen, liebe Geschwister, damit man zu demjenigen Menschen gehört, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, dass die gläubigen Menschen, das Gleiche ist der gläubigen Menschen, wie es ist wie ein Körper. Wenn ein Teil davon leidet, dann leidet der gesamte Körper deswegen unter Schlaflosigkeit und Fieber. وجزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.